Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, das ist der Hannes, ne? Den kennt ihr schon aus vergangenen Mars-Folgen, ne? Was haben wir gemacht? Wir haben die Schneemars gemacht, dann haben wir die... Die Gorsenmars gemacht. Dann haben wir die Odelmars gemacht, was ja im Prinzip eine... Gorsenmars ist. Nur in ekliger Variante, noch mit Presssack drin und allen anderen Dingen. Wir haben da zusätzlich sogar noch Senf mit reingepackt. Und ihr solltet Vorschläge sammeln auch nochmal. Was gibt es noch für Kultgetränke oder was gibt es noch für Mars-Getränke? Wir haben theoretisch noch gar kein Video hochgeladen, sondern produzieren schon mal vor, weil wir wissen, was ihr drunter schreibt. Beziehungsweise hat der Hannes sich auch erkundigt. Und wenn wir Inspiration brauchen, guckt mal immer den Sir Edward, ne? Genau. Wenn der so heißt, ich kann den Kanalnamen, bin ich immer sehr... Kann ich nicht. Ich bin aber sehr gehypt von dem... Schnauzer. Ja, von dem Schnauzer. Am Schnauzer ist er gehypt. Oh. Deswegen wollen wir heute mal eine Isar-Mars, beziehungsweise eigentlich heißt es ja Isar-Wasser, ne? Ja, Isar-Mars sagt er heute dazu, aber... Wer? Ja, der Herr Edward sagt doch Isar-Mars. Ich dachte, da stand Isar-Wasser, fertig, weil... Ist ja egal. Also könnte man jetzt scherzhafterweise einfach einen Marskrug nehmen, geht zur Isar hin, das ist nämlich der Fluss, der beim Hannes neben Haus fließt. Und genau. Dann tut man die auffüllen und sagt, das ist das Isar-Wasser, aber wir wollen es ja anders. Wir wollen euch zeigen, wie das richtig geht, deswegen haben wir uns jetzt hier mal ein paar Zutaten besorgt. Da seht ihr ein gelbes Limo, wie der Edward immer sagt. Da seht ihr eine halbe, eine helle. Noch eine halbe helle und ein Blue Curaçao. Grüße gehen raus an unseren Sponsor, den iScorp Jens. Der hat uns nämlich schon wieder zwei Mars-Krüge zukommen lassen, weil wir gerade nach dem letzten Video mit der Odelmars die Krüge wieder entsorgen mussten. Wir haben jetzt wieder zwei top neue super Krüge hier bekommen. Die sind wichtig. Die werden wir jetzt nämlich befüllen mit dem Isar-Wasser. Dazu nimmt sich jeder von uns nämlich erstmal ein schönes Original Münchener Hell, ein helles gekühltes Bier. Immerzu muss man den Ding hier wieder hochziehen. Dann wird einfach da ein halber Liter Bier reingefüllt. Und das Glas passt ein Liter, ne? Das ist eine Maß. Und da füllen wir erstmal einen halben Liter Bier rein. Ungefähr so. So. Ja, schön bis zur Hälfte. Seht ihr da, wie es da drin ist, der ganze Dose. Gut, nein. Oh, das klang wie ein Bier, was geöffnet wird, was einen Deckel hat und in der Flasche ist. Sieht auf jeden Fall sehr goldig aus, das ist ein helles. Da habe ich erstmal wieder was gelernt im Rewe. Ich habe nämlich gedacht, Weizen ist helles Bier, aber Weizen ist Weizen, helles ist helles. Auf jeden Fall ist beides heller als ein dunkles und trinken kann man alles. So. Richtig. Das ist schon das halbe Isar-Wasser. Jetzt haben sie es aufgefüllt und gesagt, pass auf, da nehmt ihr ein gelbes Limo, hieß es. Da haben wir hier eine Fanta genommen, die ist auch ein bisschen gekühlt. Jetzt soll da eigentlich auch, da ist ja ein Liter in der Flasche, eigentlich soll da jeder wieder 500 Milliliter nehmen. Das wäre ja dann eigentlich bis zum Hals, also bis da oben, wo der Ring anfängt. Wir wollen es ja nicht so ganz süß, oder Hannes? Das heißt, wir müssen wirklich da, wo der Ring ist, muss das Gelbe aufhören, dass noch Platz ist für den Blue Curaçao. Sack das nochmal zusammen oder was? Ein wenig noch. Wunderbar. So, bitteschön. Wunderbar, wunderbar. Jetzt sieht es aus wie ein Bier aus dem Bier-Adventskalender. Da kannst du nämlich auch, weil es trüb ist, nicht durchgucken. Also vorher sah die Farbe auf jeden Fall besser aus. Jetzt ist halt ein schönes Limo-Gelb. So. Normalerweise, wenn man es richtig macht, müsste die Flasche gleich leer sein und es dürfte nichts übrig bleiben. Wir müssen es aber nicht leer machen. Wir können ruhig den Rest übrig lassen. Passt schon. Und dann kommt die Spezialzutat, nämlich vom Greizer, Marke Greizer Edellikör, das Blue Curaçao. Fruchtiger Edellikör mit dem tropischen Geschmack reifer Zitrusfrüchte. Das ist nicht die alkoholfreie Variante, das ist der mit 21%. Ist im Prinzip nur purer Farbstoff. Den machen wir jetzt aber auf. Der Edward wollte da 4 Stammball reinmachen. Es sind nur 3 geworden, weil das Glas zu voll war. Das sind 2 Zentiliter. Ich mache jetzt trotzdem mal 4 Stück rein. So. Schöne blaue Farb, wie man hier sieht. Guckt, der blaue Farb. Das wird jetzt also hier reingefüllt. Einfach schwupp.
Das seht ihr schon, wie sich's vielleicht verändert im Glas, wie das hier so durchzieht. Ich mach mal zwei, dann gebe ich's dir, dann machst du zwei, dann mach ich zwei und dann geht's hin und her. So. Jetzt nochmal drauf. Sieht schon ein bisschen grün aus. Jetzt darf der Hannes, da kann sich mal da zwei rein. Oh ja, das sieht aus wie den Unterschied nochmal gelb. Brasilianischer. Keine Ahnung, wer das sein soll, ne? Gelb? Wie Brasilien. Keine Ahnung. Guckt euch die Färbung an, wie es hier reinzieht. So sieht es doch auch schon wunderbar aus. Wunderbar. Noch einen zweiten hinterher. Ich glaube, theoretisch von der Farbe her würde das sogar reichen, aber uns geht es ja darum, wir haben die ganze Flasche jetzt am... Wir müssen die Flasche ja verbrauchen, deswegen hauen wir uns halt einfach noch zwei rein. Das sind insgesamt vier Stück. Da. Synchron umgefallen. Das wäre mit dunklem wäre das nicht passiert. Das wiegt nämlich mehr als das helle. Und? Also wir hauen noch eins und wir hauen noch eins und dann sind wir hier dabei und jetzt haben wir so vier und jetzt ist es schön dunkel und jetzt kannst du nochmal zwei mit dir und den Rest hebt man dann natürlich wieder auf. Das ist nämlich wichtig. Wenn wir schon an der Isar sitzen und das Isarwasser trinken, dann dürfen wir ja die Umwelt nicht verpesten. Ja, sieht aus wie Waldmeisterbrause. Ja. Oder irgendwas anderes. Ein brasilianisches Geschöpf. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Ne? Ja. Das helle Bier. Boah, das riecht viel zu aufdringlich. Das riecht wie Zuckerschock mit Gesichtsverzerrung drin. Fertig. Das ist also jetzt eigentlich das Isarwasser im Maß. Das heißt, ich würde sagen, Hannes, lass es dir schmecken. Prost! Wir nehmen mal einen Nipper erstmal zum Probieren. Ach, das ist gut. Das ist halt ein Nipper beim Hannes. Ne? Der Hannes, der ist... Da musst du halt immer einen Dankwagen anbringen und einen Schlauch auslegen, damit er da satt wird oder damit er da ist gut. Der Durst gestillt ist. Ja, es ist auf jeden Fall schön kühl. Ja, ich schmecke, was schmecke ich eigentlich? Ich schmecke eigentlich trotzdem die Orangenlimonade raus. Das Bier kommt gar nicht durch. Das ist wie ein Radler, nur nicht mit Zitrone, sondern mit Orange. Dadurch halt nicht so zitrussauer. Ja, aber Zitronennachgeschmack ist auch noch ein bisschen dabei. Den Blutkürer Sau, weiß ich gar nicht, wie der eigentlich schmeckt. Normal. Ja, den muss ich auch so nicht trinken. Der macht halt noch ein paar Prozent rein. Ne? Na ja. Schmeckt auf jeden Fall wie irgendein Erfrischungsgetränk, was du so im Sommer immer zu dir nehmen kannst. Gut. Das kann man leichter mal wirklich im Sommer nur so zum Trinken nehmen. Das zeige ich. Prost. Prost. Ich glaube, nach der Schneemaß ist das für mich auch was ich öfters mal trinken würde. Nicht unbedingt jetzt hier die Odel. Das ist nix. Die Gors, das. Ja, Odel würde ich so wieder. Das, die Gors, das vielleicht, Gors, aber ja, du bei Odel, du bist ja sowieso. Der hat das ganze Glas Wurst gegessen und dann war fertig. Es haut ein altes Zeug. Schmeckt wunderbar. Was hat dir denn aber an der Odel mal so gut geschmeckt? Ja, ich meine, diese Bröckel da drin, die waren schon nicht schlecht. Weil du gerne Rotwurst isst. Auch ja. Ich mag gerne Blutwurst. Ich esse nie Rotwurst. Das ist nichts. Ich finde es viel zu fettig und viel zu aufdringlich und wie das ausschaut und es ist nichts. Ich esse Bierwurst. Bierwurst statt Rotwurst. Fertig. Ja. Aber unabhängig, selbst von der Rotwurst, also vom Presssack da drin, fand ich, dass es trotzdem nicht so gut geschmeckt hat, weil wir ja da diesen billig Goldbrand drin hatten. Und bei dem anderen war ja der Chandre drin. Versteht ihr, der Chandre? Und das hat nochmal einen ganz anderen Geschmack gemacht. Deswegen war die Goss, die Original Goss, fand ich Goss besser. Die Odel, selbst ohne die Rotwurst, hat mir schon nicht dann so gemundet und hat deutlich einen anderen Geschmack aufgezeigt. Dir schmeckt einfach alles immer. Ist halt der Hannes, dem schmeckt alles. Wenn irgendwas mit Bier ist, immer. Das hat schon was. Aber das Zeugel, das schmeckt gut, ja. Aber das kannst echt so zwischendurch einmal trinken. Oh, das ist ein Zug. Ach, sauer, der wird noch ein richtiger Bayer. Der fällt wieder auf.
dass ich nicht aus Maßkrügen trinken kann. Weil immer wenn ich aus Maßkrügen trinke, links und rechts einfach alles runterläuft und dann jedes Mal das ganze Oberteil versüfft ist. Ich habe aber, solange Hannes hier ist, jetzt das gleiche Oberteil immer an. Jeden Tag wird es vollgesüfft und jeden Tag habe ich es wieder an, weil es ja jeden Tag erneut vollgesüfft wird. Das heißt, am Ende könnt ihr das ausringen und habt noch einen richtig schönen Cocktail. Wow. So, ansonsten war es jetzt von unserer Seite aus. Wir haben noch zwei auf jeden Fall auf dem Plan, die wir noch testen wollten. Vielleicht das Laternenmaß und das Koreamaß, wenn ich richtig liege. Obwohl wir fürs Laternenmaß ja eine Laterne brauchen, haben wir nicht. Gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall noch mindestens zwei was kommen, denke ich mal. Danke, Hannes, fürs dabei sein. Bitte schön, immer wieder gern. Also ich mache jeden Scheiß mit und es gefällt mir immer wieder. Ja, und er trinkt auch jeden Scheiß. Ja, ich trinke auch jeden Scheiß. Ja, genau. Gut, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Bis zum nächsten Servus. Mal. Servus. Ciao. Pfiat's euch.